Felix im Mercedes, weil alle Jungs müssen mit. Ein bisschen Sekt für die Mädels und auf 100 ein Fee. Kein Gesetz, keine Regeln, lass uns Kohle verdienen. Weil so lässt es sich leben und niemals ohne mein Team. Hallo Leute, hier ist wieder Baxi Melo mit einem neuen Video für euch. Leute, in diesem Video zeige ich euch einen Teleport-Glitch, wie ihr euch in Red Dead Redemption Online schnell über die ganze Map teleportieren könnt. Von Horn nach Tumbleweed, von Tumbleweed nach Rhodes, nach Fort Wallace, nach Strawberry, Valentine, wo auch immer. Ist total simpel und einfach. Wie das genau funktioniert, zeige ich jetzt in diesem Video. Zurzeit befinde ich mich, ich zeige euch das mal auf der Karte, bei Trinrocks. Und ich möchte jetzt zum Beispiel nach Van Horn. Wie machen wir das? Wir gehen auf Fortschritt, gehen auf Story Mission. Und hier haben wir diese Story Mission, die wir alle schon gespielt haben. Jede Mission befindet sich an einem anderen Ort. Zum Beispiel Liebe und Ehre befindet sich in Tumbleweed. Zur Strecke gebracht ist östlich von Strawberry. Ein alter Hut ist in New Austin, nördlich von Amarillo. Wohin die Moral führt, ist in Nähe von Blackwater. Höchst illegal, da gehen wir jetzt hin, das ist in Van Horn. Kerosin, Teer und Gier ist in Des Moines, etwas nördlich von Rhodes. Die ungewöhnliche Einnahmequelle ist Fort Willis, das ist nördlich von Valentine. Und töte sie eine nach dem anderen ist auch in New Austin, südlich von Amarillo. Na gut, wir wollen jetzt erstmal nach Van Horn. Also gehen wir hier hin, drücken jetzt auf Viereck, Mission wiederholen. Drücken jetzt Viereck, um mit Spielersuche beginnen. Und sobald die Spielersuche abgeschlossen ist, drücken wir gleich Kreis, um die Mission zu verlassen. So, hier drücken wir jetzt Kreis zum Beenden und jetzt X, um die Meldung zu bestätigen. Und schon sind wir von ganz Westen in den östlichsten Teil nach Van Horn. Seht ihr das schon auf der Map? Von hier aus könnt ihr schnell nach Annisburg oder runter nach Saint-Denis. Also geht wirklich schnell dieses Teleportieren. So, jetzt sind wir in Van Horn, wie gesagt. Jetzt wollen wir von Van Horn mal nach Tumbleweed. Machen wir wieder Optionstaste. Gehen auf Fortschritt. Story-Mission. Und Tumbleweed ist bei Liebe und Ehre. Das wählen wir praktisch mit Viereck aus. Gehen auf Spielersuche. Die Spieler gesucht sind, drücken wir jetzt gleich wieder Kreis zum Beenden und X für Ja. Und schon sind wir vom ganz östlichsten Teil von Van Horn. Wir gucken auf die Karte, mitten in Tumbleweed. Der Schlachter ist da, alles wunderbar. Das ist eigentlich einer meiner Lieblingsorte sozusagen, weil nördlich von Tumbleweed hier oben, da kann man richtig schön auch viel Geld verdienen. Es sind relativ viele Vögel, Greifvögel. Da sind Hühner, Ziegen, da gibt es auch viel Stimulanzien, Pferdewecker und so weiter, Möhren. Und südlich von Tumbleweed hier unten, da spawnen die Fische an Land, die braucht man praktisch nur einsammeln. Also super Location, also hierhin zu teleportieren, ruckzuck in Norden, in Süden, kann man sehr, sehr viel Geld machen
und sich die ganzen Medikamente alles besorgen. So, wenn wir jetzt in Tumbleweed hier alles abgegrast haben, von Fischen, von Vögeln, von Pferdewecker, Medizin und allem drum und dran, können wir jetzt auch noch mal uns weiter katapultieren nach Strawberry zum Beispiel. Eins machen wir noch. Optionstaste, Fortschritt, Story-Mission und zur Strecke gebracht. Wir drücken wieder Viereck zum Wiederholen und schon wird die Mission geladen. So, Spielersuche starten, Spieler werden gesucht, wenn sie gefunden sind, mit Beenden und schon sind wir draußen. So, wir sind gespawnt und wir befinden uns jetzt südlich von Valentine, östlich von Strawberry. Und hier wäre normalerweise die Mission, wir befinden uns jetzt hier. Hier gibt es auch jede Menge an diesen Häusern zu finden, wie auch für Gold, zweimal Schmuck und Essen und Waffenöl, Medizin für die Pferde, Pferdewecker, Stimulantien, kriegt ihr jedes hier reichlich zu finden. Hier nur ein Hinweis, wenn ihr farmen wollt, zum Teleportieren könnt ihr einfach so hin und her springen, wie ich das jetzt dreimal gezeigt habe. Wenn ihr jetzt diese Location, wenn ihr schon mal hier seid, nutzen wollt, um euch die ganzen Sachen hier rauszuholen. Ihr seht schon, hier ist das gerade gelb hinterlegt. Das heißt, wenn ihr jetzt hier hingehen würdet, würdet ihr praktisch diese Mission beginnen. Das wollen wir ja nicht, wir wollen uns ja farmen. In dem Fall müsstet ihr einmal auf Online gehen und auf Free Roam. Und dann spawnt ihr ja an der Stelle, wo wir jetzt gerade schon mal sind. Dann ist der gelbe Punkt weg. Und ihr könnt da praktisch euch die ganzen Häuser untersuchen, looten, alles abgreifen, was es da gibt. Ja, das mit dem Free Roam ist einfach nur die einzige Sache, wenn ihr looten wollt. Wenn ihr nur teleportieren wollt, könnt ihr das so machen, wie wir das gerade gemacht haben. Aber ansonsten funktioniert das einwandfrei und geht super schnell, euch über die gesamte Map zu katapultieren mit diesen Story-Missionen. So, wir sind jetzt wieder hier, machen die Karte auf, gleiche Stelle und jetzt können wir ganz einfach hier hingehen. Ihr seht, der Missionskreis ist weg und wir laufen da jetzt hin. Wir können hier ganz normal reingehen und ihr seht schon, hier gibt es jede Menge zu untersuchen. Also hier liegt auf jeden Fall schon mal Schmuck rum. Aber wie gesagt, was hier alles rumliegt, könnt ihr auf jeden Fall alles selbst untersuchen. Von Zigaretten. Könnt die ganzen Schränke durchsuchen. Aber wie gesagt, das überlasse ich euch. Ich werde jetzt alles voll machen, was mir jetzt noch fehlt. Und sicherlich wird es jetzt den einen oder anderen geben und sagt, teleportieren, schön und gut. Aber das kann man ja auch mit den Free-Roam-Missionen machen. Wenn ihr auf Online geht, habt ihr hier auch die Auswahl, euch nach Amarillo, Le Mans, New Hanover, New Austin, West Elizabeth zu teleportieren, Anführungsstrichen teleportieren. Alles schön und gut, aber hier habt ihr natürlich die Nachteile, ihr spawnt natürlich irgendwo. Wenn ihr hier auswählt, New Hanover ist riesig, Amarillo ist riesig, New Austin ist groß. Ihr werdet ja immer dahin geworfen, wo auch Spieler da sind. Und da kann es natürlich schon mal stressig werden, dass ihr in Schießereien verwickelt werden. Mit dieser Mission, wie ich das jetzt gezeigt habe, mit dem Teleportieren, spawnt ihr immer an der gleichen Stelle. Ihr wisst genau, wo ihr landet und könnt da von da aus gezielt weiterreiten. Hier ist das immer Joker, wo ihr genau in dem Gebiet spawnt. Und ja, bleibt jedem selber überlassen. Also ich finde den Teleportierglitch auf jeden Fall richtig mega. Und ihr solltet ihn auf jeden Fall auch ausnutzen. Und ja, das soll es für diesen Moment gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über ein Däumchen nach oben freuen. Und ja, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, lasst mir mal ein kostenloses Abo da. Und damit ihr nichts mehr rund um Red Dead Redemption Online verpassen werdet. Gut Leute, ich bin raus.
Ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, euer Baxi.